Jan und herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. Es sind ein paar Tage vergangen, ich hatte da irgendwie ein paar Probleme mit HDR und da sah das Spiel ganz schrecklich aus. Jetzt geht's einigermaßen wieder, von daher sind wir jetzt zurück in Night City und schauen uns eben heute mal an, was uns hier erwartet ist in dieser Imbissbude. Burger. Burger? Burger. What can I get for you? Something hot. Cold. Coffee. Liquor. Pass on the coffee. I'll have a spunky monkey instead. Everyone listen up! This is a fucking robbery! Mr. Slick, behind the counter? Yeah, you! Shut the fuck up! Put your hands up where I can see them. The rest of you, stay away! Nobody likes being the center of attention. What part of keeping your fucking mouth shut did you not understand? How about you go first? Hand over your wallet. Nice and easy. Na, sicher nicht. Giving me mixed signals here. How am I supposed to dig into my pockets if my hands are in the air? Either I'm reaching for the ceiling or for my wallet. It's one of the other. Think a sense of humor is going to get you out of this? You know who always dies first? Funny people, like you. Wallet with Eddie's. Nah. Where are your stars and stripes? The fuck you talking about? The army jackets Sixth Streeters are always wearing. You know, crew cuts going around with EMP nades, protecting people from the big bad gangs. Surely you must be with them, if you're doing a stick-up on their turf. No gang would be stupid enough to just waltz in here with guns blazing. Hey, boss! I think I saw one of them by the window! Could've heard shots! Probably heard you, too. Remember, they're trained to detect any kind of disturbance. I told you we should've gotten a coast view! Quit! Gawk piece of shit! Okay. For years, nobody touches this place, and now this? Where's Sixth Street when you need them? Thank God you are here. Order whatever you want. It's on the house. Nice, ich hätte gedacht, das würde anders ablaufen. I'll take a drink. What can I get for you? Something hot. Cold. Coffee. Liquor. Da, ein Spunky Monkey. Vielen Dank. Ezekiel saw the wheel. Schläft der hier eigentlich so? Ich hätte gedacht, das wird jetzt mega in die falsche Richtung abgehen. Lilo Beans. Wir müssen sie erschießen, aber das klappte doch ganz gut mit Rausreden und ziemlich einfacher und kurzer kurze Nebenmission. Was wollte ich sagen? Bist du überhaupt Gangmitglied? Wieso greift er mich an, wenn... Shit. Wenn die Bullen hinter uns her. Wenn der andere Typ mich angreift. Sixth Street? Okay, die lasse ich mal kurz außen vor.
Wir müssen uns kurz verstecken. War das nicht das... Das war doch das Motel, in dem wir schon mal waren. Natürlich haben die Smart-Waffen. Klar. Wenn ihr nicht hört, dann müsst ihr halt fühlen. Würde ich jetzt einfach mal sagen. Schauen wir mal, was es sonst noch so gibt. The Beast in Me, besuche Claires Werkstatt tagsüber. Ich würde zuerst da eingehen und dann The Beast in Me machen. Und schauen wir uns endlich mal ein Rennen an. Was hat das Auto für ein Problem? Komm doch zu mir. Sure you wanna do this? Yeah, turn it up. Yeah. Fuck yeah. Sixth Street. That's what I like to hear. Hier gibt's auch noch was. Ich park mal kurz mein Auto um, damit die Polizei weiterfährt. Und dann würde ich jetzt einfach mal die Verseuchung einleiten. Was gibt's denn hier so Schönes? Ein Gespräch? Zwischen Forrest Lee und Chris James. Die haben ein paar von unseren Leuten kalt gemacht. Wer? Ein Wichser von dem Konzerntransporter. Das sollten doch gar keine verfickten Mietmuskeln sein. Da waren aber welche. Konzernsoldaten und eine verdammte Drohne. Scheiße. Wer hat uns von dem Transporter erzählt? Dean Simmons. Du weißt, was zu tun ist. Na klar. Ashur. Noch ein Gespräch? Dean Simmons und Bill. Was mache ich denn jetzt? Verschwinde aus der Stadt, Joom. Warum sollte ich? Ich bin doch nicht derjenige, der das Maul aufgerissen hat. Ich hab dich immer über die Transporter informiert. Was für ein Grund hätte ich, irgendwas auszuplaudern? Joom, ich weiß, dass es nicht deine Absicht war, aber die Jungs raffen das nicht. Außerdem hast du ihnen gesagt, der Transporter ist unbewacht. Da waren aber überall Mietmuskeln. Das konnte ich doch gar nicht wissen. Ich weiß, aber unsere Jungs sind tot und du weißt, wie das läuft. Sixth Street denkt, dass das seine Schuld ist und das werden sie dir nicht verzeihen. Was? Also solltest du abhauen, ich meine es ernst. Das ist mein Rat, dass dein Freund verschwinde. Ich habe eine Familie hier. Dann lass sie hier, denen wird nichts passieren, versprochen. Ach, schade.
wieder einmal jemand unnötig umgebracht worden. Und ob seine Familie noch lebt, das werden wir wohl nie erfahren. Tactical, die sieht noch nice aus. Das Fleisch. Carson's Hot Mess in Your Mouth. Sieht hässlich aus. Okay, eine kurze Nebenmission nebenbei. Schön. So, dann waren wir dahin, wo ich eigentlich hin wollte. Möchte ich mir ganz kurz anschauen, wahrscheinlich ist es nichts Spannendes, aber Streifenpolizist NCPD. Okay, das sieht doch eigentlich ganz spannend aus. Irgendein Laster umgekippt mit Chemikalien. Solche Sachen finde ich immer nice in Spielen, wenn es so Kleinigkeiten gibt, so die Welt ein bisschen lebendiger aussehen lassen. Ich glaube, das ist so ein Punkt hier. Nice. Finde ich schön. Jetzt steht da eigentlich was auf dem Truck. Nee, da steht nichts. Hätte sein können, dass es Arasak heißt oder so. Oder Biotech? Biotechnica? Oder wie das nochmal heißt? Aber scheint wohl nicht der Fall zu sein. Urban Comments. Manchmal sollte man sich halt echt in solchen Open-World-Spielen ein bisschen mehr umschauen. Und die Umgebung ein bisschen mehr wertschätzen. Weil man dann eben solche Kleinigkeiten immer finden kann. Who would have thought? Cyber-Psycho-Attacke unter der Brücke. Und ich glaube ja, mittlerweile ist Cyberpunk ziemlich bekannt dafür, dass hier sehr viele Secrets gibt, die nirgendwo irgendwie in den Patch Notes vorkommen oder so. Und da kann man sehr viele Dinge finden. Eine Cyberpsycho-Attacke unter der Brücke. Finde den Cyberpsycho. Dafür würde ich vielleicht eher eine Schrotflinte rausnehmen. Die macht 263 Schaden. Muss man zwar aufladen, aber. Hey, heard about a massacre at a homeless camp. Send you the info I have so far, but it's pretty thin. You probably already gathered it's a cyber psycho. Oh, and I prefer if he didn't die. Hat er mich erschrocken? Seraphim Bykov. Es würde mich echt wundern, wenn das ein cyber psycho war. Vielleicht steckt ein Netrunner dahinter. Ein Angriff aus der Entfernung wäre denkbar. Aber was soll der denn in einer
hin in Unterkunft in Arroyo suchen. Irgendwas stimmt hier nicht. Schau mal vorbei und guck dir das an. Machen wir gleich. Was schießt ihr denn bitte? Zerfetzt. Was haben die hier geschossen? Ist ja niemand anderes hier. Und wer ist das? Niemand. Zertifizierte Kabel mit Kamera. Okay. Und eine Kiste. Streetcar. Street Art. Gesundheitsitem abgegradet. Nice. Genau solche Dinge meine ich eben. Es lohnt sich halt doch schon, alles mal anzuschauen. Toter Obdachlose, keine Reaktion, kein Puls. Schwerer Blutverlust durch mehrere Fleischwunden. Fleischwunden. Speichern mal kurz. Ich sehe zumindest gerade niemanden hier. Ein Tablet. Archiviertes Gespräch zwischen Tamara Cosby und Tony Ludwig. Hey Tony, kannst du mir mehr Zeug schicken? Bin gestern in der Wanne eingeschlafen und muss mir die Finger abgefroren haben. Hab nämlich nur Gefühl drin. Hab die ganzen Valentino-Läden gescannt und ihn immer noch nicht gefunden. Als hätte er sich in Luft aufgelöst. Keine digitale Spur, kein gar nichts. Wirklich nichts? Hast du im Puppenhaus geguckt? Aber die verteidigen ihr Subnet echt gut. Sonst lass es halt einfach erstmal. Der kommt schon zurück. Der kommt schon zurück, wenn er Heimweh hat. Vielleicht braucht er ein wenig seine Ruhe. Und sag nicht, ich hätte dich nicht vor den Valentinos gewarnt. So sind die halt. Erst beteuern sie dir ihre ewige Liebe und am nächsten Tag verschwinden sie wortlos und du sitzt mit nichts als ein paar dreckigen Socken und einem Sumpfbraten in der Röhre da. Spar dir dieses. Ich hab's dir doch gesagt. Gelabere. Du kennst ihn doch überhaupt nicht. Das sind alles bloß Vorurteile. Und nur zu deiner Info. Er wäscht seine Wäsche selbst. Hör mal, meine Finger sind so gut wie tot. Kannst du mir ein paar gute neue Implantate besorgen? Kein Problem. Entspann dich und ruh dich eine Runde aus. Ich kümmere mich darum, aber du musst mir versprechen, erstmal ein wenig zu schlafen. Okay. Bringt mir jetzt noch nicht so viel Infos. Zu dem, was hier passiert ist. Waffe.
Ach, gleich wieder die Bedrohung. Das war Netrunner. Tamara Cosby, Valentinos. Gesucht wegen Verleumdung eines Konzerns, Hilfestellung einer unbefugten KI-Instanz, Übergriff auf einen NCPD-Officer, Übergriff auf ein Konzernmitglied. Aha. Soll ich die jetzt leben lassen? Ich schick mal zuerst Regina eine Nachricht. Falsch. Zum Schauen, ob sie es besser findet, wenn wir sie töten oder nicht. Der Psycho war ein junger Runner. Ich glaube, die hat eine Überdosis genommen und ist dann im letzten Moment abgehauen, damit sie nicht drinnen alleine verfault. Einer der Penner in dem Lager hat ihr Unterschlupf geboten. Aber als sie aufgewacht ist, ist sie völlig ausgetickt. Dachte wohl, dass die sie entführt haben. Oder vielleicht hat sie gar nichts gedacht. Vielleicht hatte sie nur ohrenbetäubendes Rauschen in den Ohren. Wie dem auch sei, sie ist in Gewahrsam für eine mysteriöse Behandlung. Es wird bestimmt nicht einfach, diese Entwicklung rückgängig zu machen. Aber ich bin trotzdem froh, dass du sie nicht umgebracht hast. Mit etwas Hilfe findet sie vielleicht wieder zu sich. Okay, dann findet also Regina wirklich immer besser, wenn wir die Cyberpsychos am Leben lassen. Muss ich mir mal merken. Alter. Diese Geschütze haben mich mega überrascht. Ich habe gar nicht damit gerechnet. Einfach tote Obdachlose, nichts anderes. Sanil Vig. Okay. Wahrheit über Cyberpsychos. Fertigkeiten Splitter Netrunner. Ein Gespräch. Hey Mor, ich habe ein Mädchen gefunden. Glückwunsch, Joom. Jeder hat ein wenig Liebe verdient im Leben. Nein, so meinte ich das nicht. Wie meinst du das dann? Jemand hat sie in die Kanalisation geworfen. Sieht aus wie ein Netrunner. Dachte wohl, sie wäre tot. June, bist du lebensmüde? Hä? Lass sie einfach. So eine Scheiße geht nie gut aus. Komm schon, das ist doch nur Aberglaube. Ich bin nicht abergläubig. Ich brauche Meds für sie. Kannst du mir was besorgen? Sie braucht Hilfe, atmet kaum. Bring sie doch zu einem Ripper. Nein, ich mach das lieber selbst. Wer weiß, wer hinter ihr her ist. Okay? Okay. Hat nicht so gut geklappt. Wie es mir scheint. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 Leute sind tot. Wegen einer Person. Naja. Nicht gerade cool. Aber dann war es das auch hiermit. Sie liegt da noch. Und ja, dann würde ich sagen, war es das auch für diese Folge von Cyberpunk 2077. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Buddy, I got you. In 2077, they voted my city the worst place to live in America. Main issues, sky-high rate of violence, and more people living below the poverty line than anywhere else.
Welcome to the next generation of open-world adventure. Immerse yourself in Cyberpunk 2077. Samurai, we have a city to burn.